Wenn ihr auf seelischen Schmerz steht, dann öffnet Drachmandel. Und jetzt das Müll-Pokémon. Oh, hello! Let's go in Rainbow! Hey Leute, was geht ab? Willkommen bei Pokéloss. Im heutigen Video haben wir hier ein wunderschönes Item, was ich noch nicht geöffnet habe bei mir auf dem Kanal. Back to School Pencil Case. Es hat mich gekostet ungefähr 11 Euro. Ich habe nicht nur das, ich habe noch ein zweites, um euch einfach mal zu zeigen, was da drin ist. Und zwar haben wir hier zwei Booster drin. Und für 11 Euro, zwei Booster klingt erstmal noch viel. Allerdings haben wir drin einmal Astralglanz, Astral Radiance, gibt es, glaube ich, sogar nur auf Englisch. Ich weiß gar nicht, ob es diese Box auf Deutsch gibt. Und dahinter, ihr könnt es vielleicht schon erkennen, kostet normalerweise alleine schon um die 10 Euro mittlerweile einmal Evolving Skies. Dieses Set hat mich schon mehrfach gebrochen. Es wird mich wahrscheinlich auch heute brechen. Und damit das Video nicht nach 2 Minuten zu Ende ist, habe ich mir ein ganzes Case davon geholt. Das heißt, wir haben heute insgesamt 14 Booster Astralglanz und 14 Booster Evolving Skies. Also ich bin sehr gespannt. Ich werde jetzt die Pencil Cases gleich mal aufmachen, weil ne, ihr seht ja, was drin war. Mehr außer den Cases und den zwei Boostern ist nicht drin. Auf der Vorderseite haben wir ein sehr, sehr, sehr schönes Pikachu-Motiv. Gefällt mir richtig gut. Und auf der Rückseite haben wir dann noch drei Starter-Pokémon von der Generation, die ich allerdings nicht wirklich gespielt habe. Wenn man das aufmacht, hier kann man natürlich die Pencils, also die Stifte, reinpacken. Es ist halt eine Stifte-Box auf gut Deutsch. Ich mache mal kurz die Boxen jetzt auf und dann gehen wir rein. 14 Mal Evolving Skies, 14 Mal Astral Radiance, also Astralglanz. Ich würde sagen, wir fangen mal mit Astralglanz an. Wir sollten mit Evolving Skies anfangen, damit wir uns danach ein paar Hits holen mit Astralglanz. Naja, wie dem auch sei, wir gehen rein. Astralglanz ist ja eins meiner Lieblingssets. Wir machen heute auch mal einen ganz gemütlichen Kartendrick. Leute, los geht's. Wir haben den, wie heißt der? Choi, Yanmega, Gabe Chobok, Hisuian Quillfish, Rowlet, Quillfish, schon wieder, hat man jetzt zweimal, Oshawott, Hoothoot, Regigigas und im ersten Booster. Hier so ein Arcanine in Non-Holo. Insgesamt 28 Booster. Wird kein One-Taker. Der eine oder andere Cut wird sicherlich passieren. Ich muss sagen, mir fehlt dann noch aus allen vier Sets, fällt mir gerade ein, mir fehlt noch eine Trainergalerie-Karte. Und zwar die Sashian. Die Sashian Trainergalerie-Karte ist aus allen vier Sets, wo wir Trainergalerie-Karten haben, die einzige, die mir noch fehlt. Wenn wir die heute hier ziehen, dann ist mir vollkommen egal, was mit Evolving Skies passiert. Weil dann haben wir hier schon mal ein Big Hit. Und hier haben wir den ersten Hit mit Flapple. Schön. Man muss ja nur über die Trainergalerie-Karten sprechen. Und schon haben wir die erste. Ey, die ist toll. Und dahinter haben wir ein Regis. Regi-Eyes. 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 Wir haben ein Hisuian Quillfish. Rowlet. Sheldon in Reverse. Und schon wieder ein Regi-Eyes. Okay. Ich habe gerade mal nochmal auf Kartmarkt geschaut. Also, Evolving Skies Booster kosten ungefähr aktuell 8 bis 10 Euro. Sind die wirklich ungewogen oder nicht? Bringt es was, sie abzuwiegen aus solchen Pencil Cases? Ich kaufe dann lieber immer doch Sealed-Produkte. Da ist man ein bisschen mehr auf der sicheren Seite. Die kann man, glaube ich, nicht so abwiegen. Wir haben ein... Oh, ein Anton. Sehr schön. Und dahinter, wir haben eine V-Karte. Hisuian Lilligant. Sehr schön. Mal schaut, links, dicken, fetten Pizzarand. Rechts, fast gar keiner. Astralglanz wird das hier machen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich so glücklich bin, und endlich mal aus Drachenmandel eine Alternative Art ziehe. Ich habe eine gezogen aus, ich glaube, 8 Displays. Das war die kleine Rayquaza, die ist wunderschön. Oh, und hier haben wir einen Radiant Hawlucha. Schön. Das geht gut los. Das geht gut los. Und wir haben das nächste Frostmoth. Nächste Trainergalerie-Karte. Sehr schön. Mit der, ich glaube, Mel heißt die Trainerin. Oder Melody. Melody, Mel, irgendwie so. Und dahinter ein Regirock. Wir haben einen Hippodon. Energy, Quilava, sehr schönes Starter-Pokémon, Sichlor, Fukano. Mir gefällt der Hisuian Fukano einfach nicht. Ich weiß nicht, es ist nicht mein Artwork. Roughnut, Wolfish, Magnemite. Nani? Oh, wir haben eine Goldkarte. Nein, nein, was geht denn jetzt ab? Leute, 3, 2, 1, natürlich eine Trainerkarte. Und zwar ist es der Choice Belt, der Wellgürtel. Let's go, die habe ich noch nicht. Was geht denn ab? Also, Astralglanz. Macht hier aber gerade richtig, richtig, richtig heftig Druck. Das wird schwierig für Evolving Skies. Das wird schwierig. Ich meine, jede V-Karte macht schon schwierig. Ey, die ist toll. Gut möglich, dass ich mir noch mehr geholt habe. Außer dem, was ich euch jetzt hier heute zeige. Aber wir wollen ja nicht übertreiben. Wir wollen uns noch ein bisschen Content aufheben. Aber es könnte gut sein, dass wir so ein Video wie heute in geraumer Zeit nochmal sehen werden. Hier haben wir das Kombi. Das sind ja auch super, super nice. Chatot, Psyduck, das Anton, Drifloon, einmal Bronzo in Reverse und das Hisuian Arcanine. Das Arcani gefällt mir, muss ich sagen. Das Arcani gefällt mir. Aber man merkt bei Astralglanz irgendwie, dass die Kartenstärke, die Dicke, die ist definitiv dünner
als bei so manchen anderen Sets. Adamant, Trainerkarte. Und dahinter, die erste Holo. Weirder in Holo, let's go. Cyndaquil, come on. Jetzt die Sashian. Nee, leider nicht. Sisu und demnach wahrscheinlich hier keine Holo, kein Hit mit Shaymin. Ich würde mich super freuen, wenn ihr ein Like da lasst. Wenn ihr nicht mehr verpassen wollt, dann lasst auf jeden Fall ein Abo da. Und ihr könnt auch gerne mal ins Discord reinkommen. Link ist in der Videobeschreibung. Ich bin jetzt schon happy mit der Ausbeute. Also aus 14 Boostern eine Goldkarte und die anderen Hits, die wir gezogen haben, das ist okay. Da kann man nichts sagen. Eine Goldkarte kann man echt nicht erwarten. Mal stellen wir mal vor, das war jetzt genau das Pencil Case gewesen mit der Goldkarte für jemanden. Das wäre natürlich mega gut gewesen. Ich weiß jetzt nicht, wie viel die wert ist. Ich werde es dann einblenden und werde es schon eingeblendet haben. Ich vermute jetzt mal irgendwo zwischen 5 und 10 Euro. Hier im vorletzten Pack. Was haben wir hier drin? Mantine, Hisuian, Voltorb. Hier noch eine Reverse mit Sneasel und ein Mightyena. Okay, Leute, Last Pack Magic mit Astralglanz. Let's go. Komm mal, jetzt will ich noch mal aussehen. Mindestens eine Holo. Damit ernst, Leute. Evolving Skies. Ihr wisst, ich habe so ein bisschen Schiss vor dem Set. Weil es gönnt einfach 0. Es gönnt 0,0 für mich. Und hier im letzten Booster haben wir Rawls. Wieder Sneasel. Mistreavers. Hier haben wir nochmal eine Trainergalerie. Leider nicht. Dionzi. Schönes Artwork. Und wir finishen mit Keldeo. Mit einer Holo. Immerhin. Das war schon mal okay. 1, 2 Trainergalerie-Karten. Die Radiant, eine V-Karte. Die Gold-Karte. Und dann nochmal 2 holographische Karten. Und jetzt geht's weiter mit Evolving Skies. 14 Mal Bruch. Oder werden wir jetzt zumindest eine V-Karte rausziehen? Boah. Jedes Booster, das ich jetzt öffne, das sind irgendwo zwischen 8 bis 10 Euro. Zero, der versucht, die Noctara zu ziehen. Rattle hat die Noctara gezogen nach, ich glaube, fast 3000 Boostern. Überlegt euch das mal. 3000 Booster, um die Noctara zu ziehen. Ich habe sie ja schon da. Ne? Aber ich will sie jetzt nicht auf Zwang ziehen oder so. Ne? Aber ich hatte einfach nochmal Bock, ein bisschen was aufzumachen. Und wir gehen rein, Leute. Wir fangen an mit Stormy Mountains. Shelgon, das ist ein schönes Artwork. Ice Cube, Dino. Ich habe es für mich selber, glaube ich, 4 oder 5 Displays aufgemacht und aus dem, wie gesagt, eine Alt-Art. Dann hat man noch einen Boxbreak mit 3 Displays, da war leider auch nichts drin. Also die Pullrate ist hier halt nur ja. Hier haben wir das Gigalith und dahinter das Wischiwaschi. Vielleicht könnt ihr euch noch erinnern an das Video kürzlich mit den 3 Glurak-UPCs. Falls ihr es nicht gesehen habt, schaut auf jeden Fall rein. Da hatten wir 9 Booster. Das sind ein paar weniger als heute, aber trotzdem. Und in den 9 Boostern war noch nicht einmal eine holographische Karte drin. Das tut weh. Und heute haben wir 14. Kann also heute passieren, dass wir 14 Mal keine holographische Karte ziehen. Wir haben Lombre, Fletchender, Chinju, Swablu, Flabebe, Rock'n'Roller. Ich liebe diesen Namen, der ist so toll. Bergmite, Pyroar und hey, wir haben eine Holo. Elgos in Holo. Also schon mal besser als die UPC-Booster. Um hier Geld rauszuholen, müssen wir halt schon eine Evolution ziehen. Ich würde gerne eine Evolution ziehen. Also aus Eevee Heroes, da habe ich welche gezogen. Sowohl japanisch als auch koreanisch. Aber aus Drachenwandel Evolving Skies, Fehlanzeige. Ihr könnt mir mal gerne in die Kommentare reinschreiben, ob und wie viele Evolutions ihr gezogen habt, wenn ihr das Set geöffnet habt. Bei mir halt echt kompletter Bruch. Hier haben wir das Lillipup und Altaria. Schönes Artwork, aber dann Holo. Trainergalerie-Karten haben wir hier ja nicht. Das heißt, wir werden auf jeden Fall in jedem Booster eine Reverse-Holo drin haben und dann halt danach hoffentlich die Hitkarte. Hier wieder dieser super, super lange Name. Single Strike Scroll of the Fanged Dragon. Wie heißt die Karte auf Deutsch? Würde mich mal interessieren. Baldur, Seedot, Slackot. Ich habe so ein ganz schlechtes Gefühl heute. Schon wieder. Aber ich habe immer ein schlechtes Gefühl mit Drachenmantel. Hippopotas. Der Rand ist wieder gelb. Wieder ein Altaria. Zweimal Altaria. Oh, oh, oh. Das Nocturne, Cutiefly, auch sehr cute. Full Face Guard, die gibt es auch in Gold. Und Thievul in Non-Holo. Es war mir von Anfang an klar. Und das Risiko geht man ja ein beim Pullen, beim Öffnen. Von daher, lass uns einfach ein bisschen Spaß haben. Soweit es geht bei dem Set. Zorua, auch sehr cute. Tentacool, Dino, okay. 2 Stufen hier. Digging Gloves, schon wieder ein gelber Rand. Mit Drampa, auch in Rare. Aus 6 Boostern, eine Holo bis jetzt. Das tut weh, das tut weh. Dem Geldbeutel tut es weh. Wenn ihr auf seelischen Schmerz steht, dann öffnet Drachenmantel. Ice Cube, haben wir wieder einen gelben Rand dahinter? Ja, oh mein Gott. Marshadow, immerhin der nächste Holo. Wir müssen die holographischen Karten genießen, Leute, weil es wird vielleicht nicht besser. Das heißt, jetzt haben wir aus den letzten 15 Boostern Evolving Skies, die ich aufgemacht habe, mit den UPCs dazu, 2 holographische Karten gezogen. Autsch! Und ich kann mich noch an das Video von Pokichloe erinnern, was ja ein Livestream war. Die hat innerhalb von einer Stunde 5-mal Umbreon gezogen. Das war heftig. Slackoth, das ist auch sehr cool. Keine Ahnung, was der davor hat. Den Traumball.
Und wir haben das Seismitoad. Sieht aus wie der Frosch aus dieser Jamba-Werbung. Und wir machen gnadenlos weiter. Ich glaube, hier haben wir was drin. Ich glaube, hier haben wir zumindest eine V-Karte, Leute. Lombre, Zendercool. Ich sehe ja schon irgendwas rausblitzern. Lillipop, Applin. Es wird jetzt Unratitox. Das ist mein Call. Pikachu, Baldur und jetzt das Müll-Pokémon. Oh, hello, Leafeon, VMAX, let's go in Rainbow. Okay, hey Leute, let's go. Einer meiner besten Hits, die ich aus Evolving Skies bis jetzt gezogen habe. Hey, cool. Ist actually mein Lieblings-Pokémon, beziehungsweise meine Lieblings-Evolution. Die sieht stark aus, leicht off-center, links, rechts. Aber insgesamt echt toll. Wow, die ist cool. Tolle Karte, echt eine tolle Karte. Es ist schon mehr, als ich erwartet habe. Muss ich so sagen. Na, also, wenn wir jetzt gar nichts mehr ziehen, habe ich schon mehr gezogen, als ich hier aus diesen, was waren es, 14 Boostern erwartet hätte. Full Face Guard. Und wir machen weiter mit dem Tramper. Mir wurde ja gesagt, dass die Pullrate hier genauso sein soll wie bei anderen Sets. Ich persönlich, vielleicht war es ja auch Glück, aber was meine Erfahrung angeht, ich hatte bei jedem anderen Set mehr Glück als bei dem. Und ja, natürlich ist es Glück. Aber wenn ich überlege, wie viele Orders ich aus Fusionsangriff gezogen habe, aus wenigen Displays, irgendwie 5 Stück oder so, und auch aus anderen Sets, war einfach viel, viel, viel krasser gezogen. Und hier machen wir weiter mit Wischiwaschi. Eevee, das sieht sehr toll aus. Erinnert mich so ein bisschen an Zelda, muss ich sagen. Breath of the Wild, Tears of Kingdom, wie die Drachen da rumfliegen. Flapple, haben wir hier eine V-Karte drin? Oder was ist das? Wir haben eine V-Karte. Oh, nochmal eine Leafeon. Okay, jetzt auch in V. Sehr schön, das ist schön. Wenn wir jetzt noch die Order ziehen, dann ist aber Rambazamba. Dann gibt's Action. Kartentrick gar nicht mehr gewohnt. Na, jetzt mit Scarlet Violet und Konsorten und jetzt auch mit Paldea, Entwicklung in Paldea. Muss man ja keinen Kartentrick mehr machen. Man kann es mit einer Karte machen. Ist meiner Meinung nach aber ziemlich zweckfrei. Wir haben das Cutiefly hier. Timpole. Wieder das Eevee mit Rayquaza. Wubat. Seedot. Auch ein tolles Artwork. Loftus, das Libiscus und Ampharos. Okay, Ampharos ist ein schönes Artwork. Ist ein schönes Artwork. Kann man mitnehmen. Und wir gehen rein ins letzte Booster. Ins letzte Booster für heute, Leute. Wie gesagt, 14 Mal Evolving Skies. Ich sage jetzt mal, ist okay. Aus 14 Random Boostern, 2 Holos, eine V und dann noch die Rainbow. Das ist gar nicht mal so schlecht. Natürlich ist es Geld verbrennen, keine Frage. Aber deswegen machen wir ja die Sachen nicht auf. Wenn es darum geht, dürfte man hier fast gar nichts aufmachen, weil man macht mit dem Öffnen von Boostern, macht man einfach Minus. Das muss man wissen, ne? Also wer da wirklich reingeht mit der Intention, ey, ich ziehe geile Karten, ich mache Plus. Nein. Natürlich kann man mal Glück haben, aber im Großen und Ganzen wird es nicht passieren. Also lasst uns einfach Spaß haben. Wenn ihr ins Fitnessstudio geht, dann zahlt ihr auch dafür. Geld ist dann auch weg, aber ihr hattet euren Spaß. Und wir hatten heute unseren Spaß. Wir hatten gute Karten gezogen. Emolga, Boost Check und die letzte Karte des Tages in Evolving Skies hat wieder einen gelben Rand mit Hydreigon. Hey, immerhin nochmal eine Holo. Also 3 Holos. Einmal eine Leafeon V und eine Leafeon VMAX in Rainbow, die mir, glaube ich, sogar auch noch fehlt. Das ist der Hit des Tages. Dazu noch den Choice Belt, den Wellgürtel. Da kann man echt nichts sagen. Ich bin happy mit dem Puls. Hab weniger erwartet, hab mehr bekommen, als ich erwartet habe. Leute, lasst mich mal wissen, wie euch das Video gefallen hat. Das waren die Pencil Cases aus 2022 übrigens. Falls ihr euch die noch holen wollt auf Card Market, schaut wirklich drauf, dass es nicht die aktuellen sind. Die, glaube ich, sogar erst kommen, sondern es müssen die 2022er sein. Da ist, wie gesagt, einmal Astralglanz und einmal Drachmandel drin, auf Englisch beide. Günstiger kommt man dann Drachmandel fast nicht mehr dran. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da, lasst einen Kommentar da und wenn ihr neu da seid, rein in die Abo-Falle und wir sehen uns bald wieder. Ich bin raus, vielen Dank fürs Schauen und ciao, ciao.